Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, ist mal wieder Hashtag Ungeschönt am Start und da haben Sarah, Isabel und ich, also Like a Daisy in Spring und ich, uns zusammengetan und ja, für Januar uns überlegt, dass wir ein ganz besonderes Motto haben werden, nämlich Viva Magenta. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch dieses Jahr, 2023, machen Sarah, Isabel und ich weiter mit diesem wundervollen Format. Jeden Monat machen wir Hashtag Ungeschönt und das ist Sarah, Isabel. Wunderschöne Frau, nicht nur von außen, sondern absolut auch von innen. Und ich bin einfach froh, dass wir uns letztes Jahr ja wirklich angefreundet haben. Also da hat sich auch außerhalb von YouTube eine Freundschaft entwickelt. Also wirklich cool. Sie war eine der ersten, die erfahren hat, dass ich schwanger bin. Und ja, alles ziemlich aufregend letztes Jahr gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, safe machen wir dieses Jahr weiter. Sie hat gesagt, die Pantone-Farbe für 2023 ist Viva Magenta. Das sieht so aus. Nicht unbedingt meine Komfortzone, was Make-up angeht, Leute. Und es war unheimlich schwer, die entsprechenden Produkte dafür zusammenzusuchen. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was wir machen. Natürlich vor allem Blush, Lippen und Augen werden in dem Ton irgendwie versucht zu schminken. Der Rest vom Schützenfest ist dann halt eher so farbtechnisch in der Riege unterwegs. Und da starte ich mal mit dem Angel Aura Primer von Nabla. Das ist ganz ehrlich 2023 einer meiner absoluten Lieblingsprimer geworden. Der ist einfach fantastisch. Wir haben hier so einen Pearly Shine mit am Start und der macht einen schönen Glow ins Gesicht. Übrigens müsste ich auch diese Woche, wenn das Video online kommt, aktuell eine mega coole Aktion mit Purish im Laufen haben. Das heißt, ja, 20% bekommt ihr dort auf das komplette Sortiment. Schaut gerne einfach mal vorbei und gönnt euch da auf jeden Fall hart, denn sonst hast du 15% Rabatt auf ausgewählte Marken und jetzt 20% aufs ganze Sortiment. Mega geil, da hast du halt auch das neue Catrice-Sortiment und so mit am Start, ne? So, Glowy Kapowie ist am Start und dann kommt als nächstes natürlich ein bisschen Farbe ins Gesicht. Da habe ich hier von Misha diese BB Perfect Cover BB Cream RX Nummer 21. Die sieht immer so ein bisschen gräulich aus, wenn die rauskommt. Kannst du entweder mit dem Finger oder mit dem Pinsel einarbeiten, wie du halt lustig bist. Auch das ist eine meiner Lieblings-BB-Creams dieses Jahr, letztes Jahr gewesen und kann ich mega empfehlen. Ist ja auch K-Beauty und so ein Kram. Ich weiß gar nicht, wo man die aktuell bekommen kann. Die ist immer super ausverkauft überall, aber ich finde die großartig. Gibt es in nicht allzu vielen Farben. Nummer 21 passt mir halt mega gut. Aber ich schaue mal, dass ich euch sowieso die Produkte, die es noch so zu kaufen gibt, in der Infobox verlinke. Ja, dann habe ich hier noch einen neuen Concealer, den ich ausprobieren wollte, bei Dark Circles von Judith Williams. Den gibt es tatsächlich in einer Farbe. Wow, das ist ziemlich underwhelming und hat hier so ein Puffelvieh. Dann drückt man das Produkt da rein. Könnte ein bisschen dunkel sein und das war ein Reim. Oh wow. Ja, da nehme ich mir jetzt aber ein Schwämmchen zum Einarbeiten. Der hat so einen peachigen Unterton. Das ist natürlich ziemlich so ein bisschen, also was soll ich sagen, Becker Under Eye Brightening Corrector Style, ne? Finde ich persönlich ja ganz cool. Dann habe ich hier von Got To Be Fabulous Eye Primer. Die Marke kam, die Marke ging. Das war ja ruckizuck wieder weg. Und hier auch verpackungstechnisch, ne, sind wir bei Viva Magenta so ein bisschen unterwegs. Das kommt auf die Augenlider drauf. Ich habe mich sogar getränketechnisch so ein bisschen an das Motto angepasst. Ja, schwedische Blaubeere als Tee in kalt. Wenn ich jetzt so gegen das Licht schaue, dann ist es Magenta dadurch. Auch der Strohhalm übrigens, aber in der Kamera ist es dunkelrot. Hier habe ich jetzt ein Puder. Nabla Close-Up Baking Loose Setting Blah Powder. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Erst wollte da gar nichts raus und jetzt ist auf einmal so viel raus. Mann. Ja, gehe ich mit meinem Schwämmchen rein und packe mir das erstmal unter die Augen. Sarah Isabel will das Motto safe, mega eskalativ umsetzen. Aber die ist auch eine, die mag gerne diese Farbe und die experimentiert da auch gerne mit, ne? Ich weiß noch nicht, wie es bei mir wird. Anhand der Produkte auf meinem Tisch könnte es eskalativ werden, aber ich bin da eher zurückhaltend, weil ich finde so rot, das man sieht dann schnell verheult aus um die Augen drumherum. So, Pinsel habe ich natürlich die von Louisa Creschen. Das sind die rotesten Pinsel, die ich habe. Ich glaube, viel roter kann man Pinsel auch gar nicht haben, oder? Zack, Weichzeichner übers Gesicht gelegt. Wahnsinn, oder? Ich möchte aber so ein bisschen weg von dem Samtigen und hin zu dem Glowigen. Und da hat Kiko eine LE rausgebracht gehabt, Blossoming Beauty. Und da habe ich ein Blooming Perfecting Powder mit rausbestellt. Das habe ich jetzt mal in seiner Umverpackung nur für dieses Video gelassen. Denn das hier ist einfach weiß. Und das ist so, ja, ganz, ganz fest.
ist natürlich im Blumenpressing wunderschön, ich sag's euch. Und das gibt man sich so als Hauch von nochmal drüber, um einfach ja noch ein bisschen Bewegung reinzubringen. Das ist ganz aufregend, finde ich. Also das, ne, so ein ganz leichter Glow, irgendwie so Perlmuttschimmer, aber nicht Schimmer, nee, nicht Glitzer. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man kriegt dadurch auf jeden Fall wieder so ein bisschen Oberfläche. Gibt's von NARS übrigens auch, ne? Und das hier ist dann quasi ein Dupe dazu. Zack, happy Bewegung. Dann habe ich bronzertechnisch eine Palette. Und zwar von Physicians Formula, die All Star Face Palette. Die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das war eine Limited Edition oder so, ne? Ja, da haben wir halt hier drauf so Move-Geschichten drauf. Und ja, hier haben wir einmal den Murumuru Butter Bronzer, dann hätten wir auch noch so einen Matt Butter Bronzer, der aber für mich persönlich ein bisschen zu warm ist. Genau, und den Highlighter, Puder und Blush lassen wir außen vor, denn da habe ich andere Geschichten. Aber ich möchte hier gerne in den Butter Bronzer reingehen und wärme mein Gesicht entsprechend auf. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit von Mauve? Quatsch, Magenta ist das, ne? Oh, Claudinchen, Brain anschalten. Falls du gerade neu hier sein solltest und von Sarah Isabel zum Beispiel kommst, hi, herzlich willkommen, mein Name ist Claudi. Ich mache hier eigentlich ziemlich genau das gleiche wie Sarah Isabel auch, wobei die so ein bisschen mehr auf Limited Editions und Drogerie sich fokussiert und ich halt auch viel auf Unboxings und so. Das ist halt voll mein Ding, weil ich so eine neugierige Trine bin. Falls du Bock hast, mehr von mir zu sehen, kannst du mich gerne unter diesem Video abonnieren. Jo, folgt mir sehr gerne und ja, hab viel Spaß in dieser wundervollen, sehr freundlichen Community. Ja, der Bronzer ist schön. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht die Light-Variante ist oder so, die ich hier drin habe, weil der erscheint mir doch heller als der Murumuru Butter Bronzer, den ich in meiner Sammlung habe, ne? Denn ich habe noch diesen ganz alten, in der ganz alten Verpackung. Mag ich auf jeden Fall super gerne leiden und ja, schöne Palette, falls ich die noch finde, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Das Schätzelein habe ich von Marion geschenkt gekriegt. Hello Kitty Press Powder Blush von Colourpop Island Shine. Das ist so... Ach, hübsch. Und das passt jetzt einfach gerade. Und das freut mich natürlich wie Bolle, dass ich den jetzt verwenden kann. Ist sie nicht süß, die kleine Katze? Oh. Ja, ich finde sie auch total cute. Und noch, upsala, komplett neu. Aber der Ton ist halt wirklich Viva Magenta. Ohne Witz jetzt, ne? Ich habe echt schmunzeln müssen, als ich den aus meiner Sammlung rausgefischt habe, als ich hier für das Fullface die Sachen gesucht habe. Auch hier Pinselwaschfrau, das Claudinchen. Also ich... Nehme ich mir mal meinen Pinsel und trage mir den Blush auf. Okay, da könnte jetzt mehr kommen. Oh ja, wenn man, ja, wow. Wenn man die erste Schicht gut runter hat, dann geht die Party ab im Gesicht. Jetzt habe ich übertrieben, ne? Aber so seht ihr den wenigstens. Ups. Naja, ansonsten muss ich halt einfach machen, dass der Augenlook ein bisschen besser knallt. Das kriegen wir schon hin. Ja, schöner Blush. Man muss nur ein bisschen aufpassen, sonst sieht man so aus. Als Highlighter habe ich hier von Raffas Plastic Life oder Raffas Plastic Life den Blinding des Todes. Ja, hier fand ich die Farbe auch großartig und der ist krass, wirklich krass. So, den tragen wir uns doch einfach mal schön auf. Ja. Ich mag den. Also das ist halt so richtig kein nasser Glow oder sowas. Ne? Das ist halt schon immens und Glitzer und so. Und das ist dezent aufgetragen. Aber wir wollen ja ein bisschen vom Blush ablenken, also bauen wir das Ganze noch ein bisschen auf. Mag ich gerne leiden. Also für mich ist es schön. Jetzt kommen wir zu Augenbrauen. Da habe ich mir jetzt einen Stift rausgesucht, der ja halt am meisten irgendwie in die Magenta, Pink, Rot Richtung geht und da habe ich hier von Too Faced den Super Fine Brow Detailer Ultra Slimble Brow Pencil in der Farbe Taupe. Ist wunderschön. Hat ein Herz hinten dran. Ist großartig. Der hat so ein paar Krümmel immer wieder zwischendrin, wenn ich den jetzt so auftrage. Das nervt ein bisschen. Die muss ich dann immer so ausbürsten. Kann aber auch sein, dass ich irgendeinen Spack in meinen Augenbrauen drin habe. Man weiß nie, ne? Aber nur farbtechnisch finde ich den gut. Auf Symmetrie bei meinen Augenbrauen hatte ich heute auch irgendwie nicht so unbedingt Lust, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Wow, irgendwie ist das nicht so, nee. Heute ist nicht so der Tag, wo ich das Ganze gut hinkriege, glaube ich. Okay, dann habe ich ja ein neues Produkt und zwar von Charlotte Tilbury ist es so ein Augenbrauengel, Brow Fix Clear Brow Gel. Das hatte ich mir nicht gekauft, nee, ich hatte das in der Charlotte Tilbury Mystery Box im Black Friday mit dabei und das möchte ich jetzt gerne auch mal ausprobieren, ne? Mhm. Hat ein riesengroßes Bürstchen. Damit fixiere ich jetzt hoffentlich meine Augenbrauen. Gut, da gibt es jetzt bei mir gar nicht mal so viel zu fixieren, weil ich habe nicht so viele Augenbrauen. Aber ja, lässt sich auf jeden Fall schön einkämmen. Ob das jetzt fest wird, werden wir am Ende des Make-ups sehen.
Ich habe euch die Lethal Cosmetics Metamorphosis Palette bereits geswatcht. Da habe ich euch auch ein YouTube Shorts zu abgedreht. Kann ich euch mal im i verlinken. Da bin ich jetzt ja immer ein bisschen aktiver, weil YouTube das gerne möchte, dass die Creator Shorts machen. Habe ich gemacht. Hier ist die Palette, die ich verwenden möchte, weil die mir einfach zuallererst ins Auge gefallen ist. Die ist jetzt nicht so super magenta, ne, vom Ton her, aber ich fand die schön und ich möchte die verwenden. Also los geht's. Ich bin jetzt voll Fan von diesen Tesafilm-Looks geworden. Deswegen nehme ich jetzt hier mein Washi-Tape mit Einhörnern. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob ich die umgesetzt bekomme. Ich starte mit diesem Ton. Das nennt sich Predation, glaube ich. Und damit werde ich mir hier erstmal so eine Linie malen. Ich sollte hier die Folie mal abziehen, dann sehe ich mich auch. Den setze ich mir nämlich hier so hin, also quasi so einen Strich irgendwie. Toller Strich, Claudi. Das sieht einfach nur aus, als hätte ich ein blaues Auge. Wow. Oder eine Entzündung. Ja, Augenentzündung. So sieht das aus. Es ist ein neues Jahr. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, ne? Ist nicht immer die beste Idee. Aber ich finde, dass der Farbton halt wirklich Viva Magenta ist. Das kann man nicht abstreiten. Ich wollte das gerne so nach außen soft auslaufen lassen und dann den gleichen Ton nehmen. Mit einem Smudger ist es, glaube ich, ne? Smoky Eye Shader, genau. Und dann außen auftragen, halt hier mit dieser Kante arbeiten und das dann halt so spitz machen. Ich sehe sowas immer bei anderen und finde das total hübsch und will das dann auch nachmachen. Ja, geht nur manchmal etwas in die Hose. Naja, weiß nicht. Ich nehme jetzt hier dieses Orange, das heißt Monarch, genau, dieses Orange übrigens. Da gehe ich jetzt wieder mit dem Point Brush rein und das mache ich hier so ein bisschen oben in diese Spitze mit rein. Und blend das dann auch da so mit. Ja, das sieht besser aus, ne? Das wird dann so richtig feurig hier. Oh. Ich möchte mir hier irgendwie diese Spitze noch ein bisschen verdunkeln. Und dann gehe ich in den Ton, der so ein bisschen pflaumemäßig ist. Wie heißt der denn? Symmetry. Symmetrie. Oh. Die haben wir ja nicht so unbedingt in diesem Look, glaube ich, ne? Und dann mache ich den hier so in diese spitze Geschichte nochmal mit rein, um das Ganze noch dunkler zu gestalten. Ich glaube, das kann von der Idee her ziemlich geil werden, was ich hier mache, ne? Aber ob da wirklich was wird, das sehen wir dann. Ich habe es vorher nicht getestet. Und die Palette müsstet ihr übrigens auch bei Purish bekommen. Dann nochmal 20% runter, ist ganz gut, weil die ist gar nicht mehr so günstig. So, jetzt habe ich Bock auf Schimmer. Ich traue mich aber immer noch nicht, diese Klebeviecher abzumachen, weil wer weiß, wie sehr das alles runterfliegt. Ich nehme jetzt zuallererst dieses Rosa. Das ist das hier oben. Nennt sich Mantis. Ui, der krümelt. Ja, das kennt man ja. Dann nehme ich mir aber, bevor ich mich jetzt hier vollkommen verschieße, weil da habe ich jetzt herzlich wenig Bock drauf, ne? Nehme ich mir den NYX Glitter Glue. Und dann auf mein bewegliches Lid, beziehungsweise ja, so mehr oder weniger in diese Lückengeschichte ja auch mit rein, ne? Nehme ich mir jetzt zuallererst, wie gesagt, diesen Mantis. Hab da jetzt aber auch einen Smudger für genommen. Den presse ich mir hier so richtig hin. Hui, das wird schön. Ich lasse das hier innen ein bisschen frei, weil da wollte ich gleich ein bisschen was Gelbes hinpacken. Und zwar den Ton Ethology. Der hat auch noch so blaue Schimmerreflexe drin. Der kommt nämlich ins innere Drittel. Und auch in den Innenwinkel. Oi. Oi, 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 oi. Oi. Man krümelt damit übrigens die komplette Kleidung und den kompletten Tisch voll. Also, ne, Achtung, Achtung. Danach musste saugen. Aber Leute, 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 das Ergebnis ist Wahnsinn. Holla, die Waldfee. Ja, das mache ich auf jeden Fall wohl allein, ne? Das ist nicht unbedingt symmetrisch, aber aufregend. So, jetzt mache ich noch ein paar weitere Sachen mit meinen Augen. Und zwar habe ich hier von Nabla den Cupid's Arrow in der Farbe Arrow Pop Dragon Fruit. Das ist natürlich Viva Magenta. Und den gebe ich mir in meinen unteren Wimpernkranz. Beziehungsweise Quatsch, ich habe mir den auf die Wasserlinie gegeben. So heißt das Ding da unten, ne? Yo, ich kann mir den aber auch an den unteren Wimpernkranz geben. Warum eigentlich nicht? Ja, ich weiß, jetzt rastet die Frau vollkommen aus, ne? Wenn verheult, dann bitte richtig. Ich habe das nämlich jetzt mit diesem Cupid's Arrow unten gemacht, weil das dann weniger verschmiert eigentlich, erfahrungsgemäß, ne? Ich blende mir das auch jetzt so ein bisschen zwischen die Wimpern, damit ich dann auch so einen Übergang habe, ne? Zwischen der Wasserlinie und dem unteren Wimpernkranz, so heißt das ja. Dann gefällt mir das mit dem Orange da oben noch nicht so gut. Dann nehme ich jetzt einen etwas feineren Pinsel, um das Ganze etwas zu intensivieren und hinten dann auch so einen spitzen Gedönsen zu haben.
Guck, so wollte ich das auch haben. Genau. Das sieht mir nach dem aus, was ich mir so vorgestellt habe. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich mir trotzdem noch so einen kleinen schwarzen Eyeliner ziehen. Aber nur wirklich so ab der Hälfte, so ein bisschen Wimpernkranzverdichtung, ne? Nach außen hin nicht so allzu wildes. Da habe ich ja auch von Got2b den Two-Hit-Wonder. Da werde ich aber nicht das Herzchen-Stamp-Gedönsen nehmen, sondern wirklich nur, also nicht das Herzchen, nur den Eyeliner. Ja, und der hat halt hier so eine pinke Schrift dran, ne? Hat was von Magenta, aber nur so minimal. Naja, das sollte irgendwie cool sein, aber leider ist der Kajal, ach, der Eyeliner, maximal schnell eingetrocknet. Aber naja, so haben wir es jetzt. Ist auch okay. Aber der Eyeliner, der wird fliegen. Der hat mich gerade so ein bisschen wahnsinnig gemacht. Nehmen wir uns ein bisschen Setting Fixing Spray. Da habe ich von Revolution Candy Haze Sweet Dreams Fixing Spray. Das ist eine Limited Edition gewesen. Man musste erst so ein bisschen in die Gegend sprühen, weil das doch sehr spritzig daraus kam. Aber danach wurde es sehr, sehr fein, riecht aber immens süß. Und dann kommen wir zu den Wimpern. Da habe ich eine Mascara von Charlotte Tilbury, die ist neu. Legendary Lashes Volume 2. Die war auch in dieser Mystery Box drin. Vorher biege ich mir natürlich die Wimpern. Die Mascara sieht an und für sich sehr hübsch aus. Die ist gold mit schwarzer Schrift. Hier haben wir Augen drauf. Dann haben wir hier so ein Faserbürstchen, was auch nach Volumen spricht, würde ich mal so sagen. Riecht soweit entspannt, also nicht stark. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara kann was, Leute. Ja, eine Schicht würde theoretisch ausreichen, ne? Ja, ich habe meine Wimpern, Augenbrauen nicht gezupft. Entschuldigung. Krass. Richtig, richtig krass. Mag ich gerne leiden. Und auch der Augenlook von der Nähe, ne, kann sich definitiv sehen lassen. Es ist doch besser geworden, als ich anfangs gedacht habe. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der entweder vollkommen gut werden kann oder vollkommen in die Hose gehen kann. Zu den Lippen. Ich starte erstmal relativ entspannt. Und zwar habe ich von Banana Beauty in der Farbe Olalicious einen Lip Liner. Ja, ich habe jetzt den Tagaro Lipstick von Und Gretel. Und das ist in der Farbe Oh Gack. Oder Pink Blossom. Nee, Pink Blossom. Das müsste Pink Blossom sein. Genau. Der geht jetzt ab. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist abgebrochen. Ach du meine Güte. Was ist denn hier los? No. Schade, Schokolade. Ja, wow. Habt ihr eine Idee, wie man sowas fixieren könnte? Also der hängt jetzt hier wirklich rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist natürlich total blöd, ne? Der ist hier unten abgebrochen. Naja, werde ich mir jetzt dann wahrscheinlich zukünftig, wenn ich ihn verwende, mit einem Pinsel auftragen. Dafür gibt es ja Lippenpinsel. Das ist auf jeden Fall der fertige Look. Es ist krass, wirklich, ne? Aber irgendwie mag ich das. Es schreit auf jeden Fall Viva Magenta. Das kann man nicht anders sagen, oder? Also da bin ich auch mal gespannt, wie Sarah Isabel das umgesetzt hat. Ich habe ganz tief in die bunte Kiste gegriffen. Also ich glaube, dass wenn man das Thema Viva Magenta im Alltag 2023 leben möchte, dass man halt sich entweder oder entscheiden sollte. Entweder die Augen oder die Lippen. Oder wenn man ganz wild unterwegs ist, nimmt man halt beides. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Sarah Isabel vorbei. Heute um 19:30 Uhr wird sie ihr Video droppen. Ich habe euch ansonsten auch die ganze Playlist einfach mal hier neben mir verlinkt und auch ihren Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, wie gesagt, alles verlinkt. Gönn dir hart. Schau gerne mal vorbei. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!